Hast du den Bart von Pointer gesehen? Das ist ein geiler Bart, sei wie Pointer. Und ich schneide das jetzt nur rein, weil ich ihm zustimmen will. Pointer und ich haben fast denselben Bart vom Schnitt her. Bist du dumm? Warte. Guck mal, wir haben doch beide hier so um den Mund rum. Als ob du seinen Bart jetzt so richtig geil findest und meinen so richtig scheiße. Obwohl da so minimale Unterschiede sind. Gar kein richtiger Unterschied. Du bist dumm, du bist so ein Hater. Bart färben, meinst du? Soll ich meinen Bart färben? Soll ich ihn blondieren? Würde dein kraulen. Ey, danke, Mann. Nicht färben, siehst nur scheiße aus. Ich meine, wenn man es mal so betrachtet, wenn es richtig scheiße aussieht. Das ist kein heftiger Bart. Der wächst in einer Woche wieder nach. Wenn es scheiße aussieht, ich kann abrasieren, der wächst dann in einer Woche. Ich muss eh bald abrasieren wegen Cosplay. Dann kann ich den auch vorher färben, theoretisch. Färb dein Bart pink. Ich weiß nicht. Warum ist mein Mii so wütend eigentlich? Warum ist der so wütend? Wait, was ist das für ein Mond? Ich sehe den gerade zum ersten Mal. Wait, steigt der Boden? Ach du Scheiße, steigt der... Lauf! Was? Ah, man kann rüber, warum kann man rüberspringen? Ich hasse das. Was kannst du eigentlich? Wow, was eine gemeine Chatnachricht. Du bist wirklich in meinen Chat gekommen und wolltest einfach gemein sein. Wow, was bist du für ein Mensch? Bro, ja, was soll ich denn machen? Oh mein Gott. Mann, aber was ist auch für ein schlechtes Level, wenn da einfach nur so Bossgegner bin ich Game Over. Oh mein Gott. Leute, meint ihr, ich kann meinen Rekord von 6 Leveln heute knacken? Scheiße. Komm her, bitte. Ach du Scheiße. Mann, wie viele Gegner. Das ist so ein schlechtes Level-Design. Ich will die Stimmung vom Anfang zurück. Nett und sozial. Guck mal, ja, das ist es immer so, wenn ich anfange, irgendwas zu spielen. Dann werden auf einmal alle gemein. Das Checkpoint. Nein! Ach du, ich dachte, ich wäre tot. Ich wurde gerade richtig... Was soll ich da machen? Automatic Level? Ja, anscheinend nicht. Das ist ein Automatic Level in Sean, schafft es zu sterben. Ach, das ist ja einfach ein schlechtes Level. Das ist ein... Ich mache jetzt... Ich gucke nicht mal aufs Spiel. Ich drücke einfach nur nach rechts. Ah, ja, okay, jetzt geht's. Ja, wow. Geiles Level, wirklich. Wieso ist jedes Level, das du spielst, schlecht? Ja, ich weiß auch nicht. Erst Hentai und dann Ulti-Stream. Nices Wochenende. Nice. Ja, nein, ich skip das. Also das lasse ich mir hier nicht bieten. Okay, Jules hat dich ordentlich hops genommen. Auf Twitter hast du schon wen? Bro, diese Bewerbung ist eine Stunde alt. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon jemanden. Hä, wo ist der Text hin? Oh Mann, wäre ein Jammer, wenn da jemand etwas drauf editieren würde. Oh nein, was hat er getan? Wie ehrenlos. Oh nein, ich will diese Antworten nicht sehen. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein, was hat er getan? Das perverse Geblase und das heftige Abfingern der Möse und des Arsches würde mich in kürzester Zeit zum heftigsten Abspritzen der Zuchtwichse bringen. Bro, was ist das? Ich habe absolute Schmerzen und mir geht es miserabel. Bitte helft mir doch und erlöse mich von meinem Leid. Alter, was ist das? Können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren, Leute? Wenn ich dieses Level jetzt schaffe, bin ich bei meiner PB. Das war knapp. Oh mein Gott. Bro, nein, das skippe ich. Ich verschwende meine Leben jetzt nicht. Ich will meine PB knacken. Leute, wie groß bin ich? Modsband alle, die sagen, dass ich irgendwas unter 2 Meter bin. 2 Meter plus 30 Zentimeter Schwanz. Mal auf Real Talk, große Schwänze sind doch eine Erfindung von der Pornoindustrie, oder? Also ich glaube, in der Realität ist kein Schwanz größer als 10 Zentimeter, oder? Oder, Leute? Wie denkst du, was dann da wirklich ist? Make-up oder was? Ja, das ist irgendwie CGI oder so. Redest du über den irrigierten Zustand? Ja. Ich kann die PB schon riechen. Nein. Kill den. PB. Let's fucking go. 3D World ist so verdammt schön. Ich glaube, das ist der Artstyle, den ich am wenigsten mag, to be honest. Ich finde, der ist so glatt gebügelt, versteht ihr? Der ist so fake. Der ist so Plastik irgendwie. Und ich mag auch nicht, wie sich das alles spielt, to be honest. Oh nein. Ist das hier so ein Labyrinth? Wait, was muss man hier machen? Ja, okay, jetzt muss ich wieder nach... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah!
Glaubst du, dieses Jahr kommt noch eine Ankündigung zu einer neuen Konsole von Nintendo? Glaub nicht. Ich glaube nicht, dass die erstmal von der Switch wegkommen werden. Ich glaube, die Switch wird noch sehr lange aktuell bleiben. Wenn die was machen, dann wirklich so Switch 2 oder Switch 4K oder sowas. So wie beim 3DS. Warum will man eine neue Konsole? Ja gut, die Switch ist, was so Hardware angeht, schon so ein bisschen outdated. Stell dir vor, so Red Dead Redemption 2 auf so einer Switch. Aber mit so richtig heftiger Grafik. Ich glaube, Switch bleibt noch sehr lange aktuell. Ja, so ein Switch-Update wird kommen. So eine Switch Pro wird kommen irgendwann. Hardware safe hinterher, aber das Konzept von der Switch ist echt das geilste und innovativste. Ja, deswegen, ich glaube, die bleiben auf jeden Fall bei Hybriden. Ich glaube, es wird nie wieder... Nö, was heißt nie wieder? Also in nächster Zeit zumindest keine Heimkonsole mehr von Nintendo kommen, beziehungsweise Handhelds. Ich glaube, es bleibt jetzt bei diesen Hybriden, weil es wäre dumm, was anderes zu machen, genau. Wie sterbe ich da? Vor allem, die Leute sind noch, glaube ich, so ein bisschen, sie hatten in der Vergangenheit mit diesem, alle 6 Jahre muss es eine neue Konsole geben. Ich skipp das. Das fuckt mich gerade so ab, dass man da so stirbt. Das ist ein bisschen veraltet, weil früher ist die Technik so schnell vorangeschritten, dass es nötig war, so oft eine neue Konsole rauszubringen. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so. Ich glaube, die Konsolen, die wir jetzt haben, bleiben sehr lang noch aktuell. Oh mein Gott. Soll ich mal auf schwer versuchen, Leute? PB auf 2 ist halt auch schon peinlich. Warum zeigen Pfeile hier drauf? Check ich nicht. Wait, oh! What the fuck, wie gemein! Leute, ich glaube, schwer ist scheiße. Leute, mir gefällt das gerade gar nicht. Oh mein Gott, Leute, schwer ist scheiße. Darf ich wieder auf normal machen? Fang mich auf. Okay. Mario Maker ist auch geil irgendwie. Ich weiß nicht, warum es überhaupt erst... Es war halt sehr lang tot, ne? Zum Glück ist das gerade wieder so ein bisschen am Kommen. Wie deine Mom. Wow, okay, Karma. Scheiße! Mann, ich war so weit! Das Ding ist halt, ich habe irgendwie Angst davor, ein Opa zu werden. Punkt. Weil so als Opa, man muss eigentlich schon so Weisheiten rausdroppen. Aber ich erlebe doch nichts. Ich sitze nur vor meinem PC. Was soll ich meinen Enkelkindern für Weisheiten erzählen? Ja, mein Kind, update niemals auf Windows 11. Das ist ein schlechtes Update. Bro, was soll ich denn erzählen? Ich heule. Nein, wie kann ich exakt auf diesem Stachel landen? Meint ihr, Mario 64 ist noch aktuell? Also wenn meine Enkelkinder am Leben sind? Also nie, weil ich keine Bitches habe. Aber ich meine so generell so in 50 Jahren safe, oder? Ich glaube, das ist so ein zeitloser Klassiker irgendwie. Ich glaube, man wird sogar cool bei den Enkelkindern, wenn man jetzt diese Spiele, die jetzt rauskommen, so richtig gut kann. Weil das werden später so richtig diese Klassiker sein. Das, was Mario 64 jetzt ist, wird dann später so Mario Odyssey und so sein, you know? Wir bekommen gerade Geschichte mit, Leute. Meine kleine Schwester hat tatsächlich auch schon mal Mario 64 gespielt. Auf meinem Emulator. Ich habe ihr den Controller in die Hand gegeben und sag, spiel. Und sie hat BAJs gefetzt. Nein, Spaß hat sie nicht. Aber jetzt auch Spaß gemacht. Nein! Oh, nein! Nein! Nein, Blue Pear! Nein, meine Brüder! Nein, gib mir Stern! Nein! Oh mein Gott! Ja, oh mein... Das kann man nicht schaffen. Eine Runde ranked. Okay, eine. Guck mal, seht ihr, ich habe 0 Punkte auf D. Ich habe es buchstäblich noch nie selbst gespielt. Aber ich kenne das. Man muss da jetzt am schnellsten sein. Ja, spazieren ist komplett underrated. Ich gehe immer spazieren, um so meinen Kopf frei zu bekommen. So nach so einem langen Tag, nach so einem langen, stressigen Tag. Muss nicht mal lang sein. 10 Minuten um den Block. Balsam, es ist Balsam. Es laggt, es ist stressig. Ich hasse diesen Mode. Es ist so stressig jetzt schon. Es laggt. Und es ist so stressig. Oh mein Gott, so viel Stress. Aber einfach nur so einen langen Tag, einfach nur kurz spazieren. Das ist auch gut für die Psyche. Like, wenn ihr irgendwie depressiv seid und einfach nur so zu Hause rumsitzen, Bock auf nix habt, geht kurz spazieren. Und appreciated einfach die Natur. Euch geht's bei Gott besser. Gib den! Oh, scheiße. Mario, stehl mir jetzt nicht mein Item. Ja, kommt jetzt auch mal ein neuer, oder? Nein, ich hab ihn geboostet. Nein, der V-Mann. Hallo. Nein. Der klaut mir die ganze Zeit. Das ist nicht mal lustig. Alter, es laggt so doll. Ich bezahle dafür Geld, by the way. Ich bezahle für diesen Online-Dienst gerade Geld. Und die nennt mich schlecht.
Und ihr nennt mich schlecht. Ich fass es nicht, dass ihr das sagt. Soll ich leaken, wie viel ich an Werbegeld bekommen habe durch Twitch? Vielleicht kann ich mir davon sogar einen Center-Shock kaufen. Würde sagen, wie viel ich mit Werbung im letzten Monat verdient habe. Aber ich weiß legit nicht wo, weil ich so selten in meine Analytics auf Twitch gucke. Soll ich meine Twitch-Einnahmen leaken? Ich habe letzten Monat 324 Euro mit Twitch verdient auf 275 Subs. Und davon Werbeeinnahmen sind 15 Euro. Also ich lebe ja auch quasi wie ein Scheich dann. Das ist einmal Burger Me. Let's go. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie viel man pro Sub so bekommt. Wenn ein Sub 4 Euro kostet, so 1,10 Euro oder so.